Bayern, back to the roots, wie findet ihr das? Ja, wunderbar. Auf jeden Fall. Ja, ganz tolle Sache. Und dass man mehr am öffentlichen Training wieder teilnehmen kann in der Siebener Straße und nicht so oft abgedeckt wird und so wie wir es früher kennen. Erst durch Pep Guardiola ist es ja so gekommen. Und es wäre natürlich schöner, wenn es wieder so wäre, dass man wieder näher an der Mannschaft ist und das Gefühl hat, man gehört dazu. Weil wir waren ja auch öfters an der Silberner Straße, da wurden nicht so Unterschriften gegeben. Und heute halt, sie haben den Kontakt zu den Fans gesucht, haben Unterschriften gegeben, haben sich kurz unterhalten. Ja, und daher passt es. Ne? Man merkt halt, es ändert sich schon. Ja, ich finde das cool, dass sie sich wieder unter das Volk mischen. Und ist natürlich für die Fans eine einmalige Gelegenheit, dass man solche Stars mal hautnah miterleben kann. Und ja, es ist eine tolle Sache. Traumhaft, ja. Eineinhalb Stunden haben wir zwar hergebraucht, aber dafür haben wir es gemacht, gell? Weil wenn es jetzt länger gewesen wäre, hat man gesagt, hätte sich nicht gelohnt, hätte sich nicht trainiert, aber so, einmal frei. Ja, und das kommt halt jetzt jeder wieder halt auch aus der Gegend, weil es ist ja nicht weit weg aus München. Eben, schöne Gegend. Das ist ja schließlich auch der FC Bayern, oder? Ja, eben. So schaut's aus, ja. Deswegen soll Gegend ist auch super und alles. Um München kümmern und nicht irgendwo in Abu Dhabi irgendwelche Autogramme schreiben. Genau, das ist das. Ja? Wir sind das Jahr wieder im Urlaub hier, es hat wieder einwandfrei passt und ich finde es geil, dass sie zurück sind. Man kommt ganz anders an die Jungs ran, oder? Ja, ja, natürlich. Also heute, wie sie bei den Fans waren, einfach super. Mega geil. Ja, sicher. Genau das richtige Signal. Und ich damals unter Magath auch hier die Wurzeln gelegt worden, harte Arbeit, in der Sonne schwitzen. Man muss nicht immer High-End-Luxus machen. Und das ist genau das richtige Signal. Auch Fannähe hier, die Leute, für die Region, für den Fußballverein hier. Und die Spieler sehen auch, wo sie spielen und wo sie herkommen. Das ist halt wichtig, ja. Mit den Bergen hier im Hintergrund. Warum würde ich da sagen, das steht uns gut zu Gesicht.